Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Drave. Das ist das neue Projekt, das jetzt hier heute am 01.01.2015 startet. Ich wünsche euch erstmal ein schönes, gutes neues Jahr und ich hoffe, dass das Jahr 2015 toll wird. Und ja, wie heute, Moment, ich muss auf die Uhr gucken, 11:50 Uhr, okay. Wir werden heute mal, ich werde euch heute alles mal in der Folge erklären, um was es geht und so weiter und so fort. Ja, egal. So, erstmal F1 drücken, damit die Minimap oben nicht buggt. So, ich habe komischerweise ein Egg im Inventar, aber ist eh nichts gespawnt. Hier. Also, es gibt einmal zwei Städte und wir sind hier in dem Modpack Hexit, ja? So. Jetzt gucken wir einfach mal. Hier steht Willkommen Stadt Rot und Willkommen Stadt Blau. Und wenn ich jetzt einen Punkt schreibe, seht ihr, ich bin Stadt Blau. Und deshalb gehen wir jetzt einfach in die Stadt der Liebe. In die blaue Stadt. So, Spawnpunkt nicht abbauen, einmal hineinlegen. Okay, dann werde ich das mal machen. So. Ach, okay, weil jemand anders auch noch hier oben ist. Gut. Ich hoffe mal, dass es jetzt so passt. So, dann gehen wir mal nach unten. Und das hier ist unsere Stadt. Ich habe die davor nicht gesehen. Ich habe mir die nicht angeguckt. Sieht echt ein bisschen verranzt hier aus. Das finde ich irgendwie geil. Hier ist ein Schaf, das holen wir uns gleich mal. Weil, ich meine, Wolle, perfekt für ein eigenes Bett, perfekt für einen eigenen Spawnpoint. Und ja, wir sind hier im Modpack Hexit. Wir können hier alles machen, was ihr wollt. Schreibt mir bitte Vorschläge für ein Texture Pack in die Kommentare. Dann, ich möchte nicht immer mit diesem Default dann spielen. Und dann hätte ich schon gern was Eigenes. Ja. Heute machen wir eher so eine gechillte Folge. Deshalb auch die erste Folge allein. Ganz ungewöhnlich normalerweise für ein Projekt. Aber ich wollte heute einfach mal die erste Folge alleine machen, da mir das ganz viel zu stressig gewesen wäre und ihr kennt das ja immer. Und ab der nächsten Folge wird dann auch wahrscheinlich jemand dabei sein, aber ich möchte erstmal jetzt hier in Ruhe, chillig, ein paar Informationen loswerden. Und zwar, wie ihr wisst, war ich ja jetzt in Paris und ich dachte mir so, ja geil, täglich einen Vlog hochzuladen, das wär's jetzt. Aber das Problem ist, dieses Hotel hatte ein Internet von, boah, ey, das war einfach so schlecht. Das tut mir echt leid, dass da keine Videos kamen. Aber ich werde einen komplett großen Vlog machen. Wenn ihr wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und das Video drehe ich jetzt am 29.12. und das kommt ja am 01.01. Das bedeutet, dass wahrscheinlich davor sowieso schon Videos gekommen sind, wo ich das schon angekündigt habe. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz hier. Ich frage mich nur, wo ich mich. Ach, hier wohnt schon jemand. Oh mein Gott, denn hier ist gleich ein Portal. Kasper Blaze Bude. Ah. Okay. Und wohnt hier schon jemand? Ich weiß nicht. Aua! Geh weg von mir. Was steht hier? Shapecrafts Bude. Hallo. Hallo, Villager. Okay, hier ist auch was kaputt. Und er war auch gerade am Server drauf. Keine Ahnung wieso. Meine Höhle, da sind viele Dias drin. Nee, das ist glaube ich eine Falle. Hier ist Haus des Psychopathen Brain Defect. Ah, genau. Und Brain Defect hat so einen super geilen Song hier. So einen super geilen Song gemacht. So einen Track für Anlage, Bastors Anlage des Grauens der Zerstörung. Okay. Ja, nicht schlecht. Ich habe auch ein Haus, aber das ist so klein hier, ne? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich mich eine Höhle bauen. Eigentlich wollte ich mich eine Höhle bauen. Wie wär's denn, wenn wir uns irgendwie hier so in diesen Berg reingraben? Und dann wäre das ja bestimmt hübsch. So, erstmal würde ich sagen, machen wir uns hier eine Spitzhacke. Dann können wir uns hier ein bisschen Stein abbauen, wenn da Stein ist. Oh, das ist Cracked Sand. Oh nee, ich wollte doch eigentlich Stein haben, aber gut. So, Moment. Okay, gut.
gut. Das ist schon alles richtig eingestellt. Das ist sehr erfreuend hier. So, bauen wir erstmal ganz normal Stein ab und ja. So, was erwarte ich mir jetzt für 2015? Das wäre, ich finde, eine gute Frage. Und zwar für 2015 möchte ich einfach noch viel mehr Zeit in YouTube investieren. Ich möchte noch viel mehr Videos machen. Ich sage immer wieder, ja, jetzt kommen wieder Aktivvideos, aber dann kommt immer wieder was dazwischen. Es wird jetzt wieder ruhiger, das heißt, ich habe jetzt wieder mehr Zeit, aber immer diese doofe Sache mit, ja, jetzt kommen wieder Aktivvideos und dann kommt wieder irgendwas dazwischen, das nervt mich total und deswegen hoffe ich einfach mal, dass das demnächst nicht mehr so sein wird, denn da finde ich nicht toll. Aber diesen Crackset, der ist hässlich. Der ist irgendwie hässlich. Aber trotzdem baue ich mich da jetzt irgendwie rein, so einen kleinen Höhleneingang. Ich meine, ich bin ein Höhlenmensch. Das Einzige, wo ich mich wohlfühlen kann, ist natürlich eine Höhle. Und das wird aber so eine richtig schickimicki moderne Höhle werden. Da freue ich mich schon echt drauf. Und ja, das ist Minecraft Drave. Das ist ein. Wer ist denn alles dabei? Also, das Projekt wurde ja von bei Kardex ins Leben gerufen. Und das sind halt noch ganz viele andere Leute dabei, wie Shapecraft, Bastor, Demido. Oh, wer ist noch alles dabei? Es tut mir leid, wenn ich jetzt Leute vergesse, aber. Ja, seht, ich bin erst aufgestanden, deswegen bin ich auch noch in meinem tollen Einteiler. Den habe ich mir gekauft und den habe ich in Paris bekommen und das war schon sehr nice. Danke, Mutter. So, jetzt erstmal hier einen schönen Ofen machen, denn ein Ofen ist immer gut, denn mit einem Ofen, Leute, da können wir uns was braten. So, was braten wir uns denn? Ein bisschen Eisen. Ja, das ist geil. So. Mal gucken, wie das jetzt von hier so aussieht. Hui. So, das sieht eigentlich schon geil aus, ne? Stellt euch mal vor, wir haben irgendwie hier so eine Bilbo-Höhle und da ist dann irgendwie so ein Fenster oder so. Sieht schon sehr nice aus. Obwohl ich das jetzt gern zumachen möchte, weil, keine Ahnung. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Das möchte ich nicht, dann tue ich mir weh. So. Ganz komisch, wenn ich aufnehme, dann knackt es so richtig stark bei meinen Kopfhörern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. So, die Werkbank baue ich mal hier hin. Und dann können wir uns auch gleich eine Spitzhacke machen, eine bessere. So, zack. Ich weiß gar nicht, was ich auch als erstes machen möchte. Ob ich zuerst Magie machen möchte oder ob ich zuerst was anders machen möchte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. Also Towncraft könnte ich machen, obwohl das auch wieder ein bisschen anders ist. Vielleicht alte Leute von mir können sich noch an Ding, wie hieß das Projekt nochmal? Nicht Last Team Standing, sondern Delta erinnern. Und da habe ich ja auch mit Towncraft mich versucht und das ging eigentlich ganz gut, aber irgendwann, hier ist es auch ganz anders, dieses Towncraft, deswegen, weil es noch auf einer älteren Version ist und das bisher noch nicht geupdatet wurde, deswegen. Oh, ich bräuchte dann mal was zu essen, ich sprinte mal nicht, ich suche mir mal irgendwie ein Schwein oder so. Ich kann auch gar nicht mehr sprinten. Nicht, dass man hier irgendwie verhungern kann oder so. Ich hoffe nicht. Oh, da ist ein Skelett in der Nähe. Das Problem ist nämlich, dass ich echt nichts zum Essen habe. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Was haben wir denn da vorne? Ich habe leider noch kein Optifine drin. Das ist ein bisschen doof. Da oben ist ein Bär. Aber ich weiß nicht, ob der irgendwas zu essen droppt. Ich weiß nicht. Ich mache hier eben mal so eine Brücke. So eine ganz, ganz tolle Brücke. So. Erstmal hier oben den Black Bear. Oh mein Gott, der greift mich an. Okay, ich habe ihn. Aber der hat mir jetzt auch nicht sonderlich viel gebracht, ne? Ich brauche irgendwie Schweine. Hier sind Schafe, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn wo Schafe sind, sind meistens auch Schweine. Oh, und Zuckerrohr. Ja, das nehme ich mir natürlich sofort mit. So, perfekt. Denn Zuckerrohr macht Spaß und Zuckerrohr ist cool. Aber ich brauche jetzt unbedingt was zu essen.
Oh, ich habe gerade hier so rechts, so ganz undercover gesehen, dass es hier einen Busch gibt. Und bei denen kann ich diese Blackberries runternehmen. Ups, das wollte ich nicht. Und die kann ich essen. Blueberry. Lol. Der hatte jetzt ein bisschen schnell gegessen, ne? Sah jetzt ein bisschen komisch aus. So. Hier vorne ist noch mehr Zucker und da ist ein Alligator. Oh mein Gott. Bam, bam, bam. Stirb. Oh, ich habe ein Herz bekommen. Ja, danke schön, Alligator. Das ist ja nett von dir, dass du mir das gibst. So. Ah, der hat so einen Helm gedroppt. Ein Scale. Ach so, oh, doch nicht. So, dann esse ich das mal. Ich werde wahrscheinlich vergiftet sein. Nee, doch nicht. Aber wenigstens kann ich jetzt wieder sprinten. Nee, doch nicht. Ach man, ich möchte so gern sprinten, aber ich hasse das immer, wenn ich wo zugucken muss und die Person sprintet nicht, weil das ist so lahmarschig einfach, aber egal. Wir sind ja bald wieder zu Hause. Wir müssten jetzt nur noch hier ein bisschen Kohle farmen und ein bisschen was zu essen finden, dann wäre eigentlich alles gut. Vielleicht sollte ich auch irgendwie so, vielleicht haben die ja eine Farm oder so, ich weiß gar nicht, ich traue mich irgendwie nicht in die Kisten von denen zu gucken, weil ich habe mir ehrlich gesagt das Regelwerk noch nicht durchgelesen und deswegen habe ich da ein bisschen Schiss vor. Aber hier haben wir schon mal Gold. Das ist super. Können wir uns gleich mal einen Goldapfel machen hier. Okay. Wir haben nicht mehr lange. 4 Minuten haben wir noch ungefähr. Was ist das da vorne? Ein Chocobo? Oder was backt hier rum? Und ein Häschen. Hier, stirb. Stirb, Häschen. Wie der jetzt geschehen hat, so. Okay, so. Erstmal hier noch alles schön natürlich abbauen. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr gerne haben wollt. Also, möchtet ihr, dass ich mehr Technik mache? Möchtet ihr, dass ich mehr Magie mache? Oder was soll ich als erstes machen? Im Endeffekt werde ich ja eh mehr darauf hingehen, was sich für mich selbst mehr lohnt. Aber das sehe ich dann eben erst, wenn es losgeht, so. Ich würde sagen, ich mache die erste Folge mal 20 Minuten lang. Ich denke, das ist in Ordnung. Boah, ich hoffe so, dass das in Ordnung ist. Stellt euch vor, ich darf nur 20 Minuten, ich darf nur 15 Minuten, dann kassiere ich einen Strike. Das wäre echt doof. Ah, ist das was zum Essen? Nee, aber das hier kann ich essen hier. Dieses Scrap Meat. Also es bringt sich schon was, auch diese kleinen Tiere zu töten, aber naja, ich habe mich jetzt eh schon verlaufen. Wo bin ich denn nur? Und jetzt rufe ich meinen Bruder an. Geil! Nee, ich gehe jetzt nicht ran an die. Du weißt es ganz genau, dass wenn du mich anrufst, indem ich aufnehme, gehe ich nicht ran. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Oh mein Gott, Leute, ich bin so kaputt. Ich werde sowas von sterben. Ich kann ja nicht mal sprinten. Ich kann ja nicht mal abhauen, ich kann gar nichts. Ah, aber guckt auf der Map, sieht man das Villager-Dorf, das ist gut. Und da ich ja jetzt auch noch alleine im Dings bin, heißt das, dass ich jetzt auch noch schlafen gehen kann. Und hier gibt es einiges an Blueberries oder an Redberries oder an Strawberries. Okay, mein Bruder ruft mich nochmal an. Naja, du, wenn ich nicht rangehe, dann heißt das ja wohl, dass ich schlafe, ne? So. Boah, die isst man schnell, das ist ja echt krass. Also im Vergleich zu einem anderen Essen. Ist ja krass. So, zack, zack, die hole ich mir auch noch. Und jetzt schnell nach Hause. Dum, dum, dr. Oh mein Gott, hier ist eh schon eine Spinne. Nein! Ich muss hier weg. Das bedeutet für mich meistens den Tod. Treibsand, das ist einfach das Schlimmste, finde ich, was es in Hexen überhaupt gibt. Da gibt es keinen Boss, der einen mehr aufregt als Treibsand. Wenn man mit einem Chocobo unterwegs ist, ist das manchmal so schlimm, dass man einfach vergisst, dass es sowas wie Treibsand gibt und dann stirbt man einfach nur, weil man in dem doofen Treibsand da ist. Das finde ich mega doof. So, und du stirbst jetzt erstmal. Und ich mache mir jetzt erstmal hier schön Bett. Zack. Erstmal hier ein gemütliches Bett hier hinstellen. Und dann würde ich sagen, schlafen wir mal eine Nacht. Und welches Texture Pack soll ich nehmen? Schreibt es mir in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und ja, so. Gut, hier haben wir noch 4 Eisen. Hier haben wir 7 Eisen. Machen wir uns gleich noch einen Ofen, würde ich sagen. Dann geht es ein bisschen schneller.
Und dann kann ich hier ein bisschen Kohle reinpacken, ne? Und hier kann ich auch ein bisschen Kohle reinpacken. Und hier kann ich dann gleich das hier alles schmelzen. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mir gleich einen Iron Helm. Ach stimmt, hier gibt es ja auch so andere Schwerter, ne? Das heißt, ich könnte mir so ein Big Sword machen. So ein Iron Big Sword. Das ist, glaube ich, ja ein bisschen besser. Oder so ein Giant Sword. 1, 2, 3, 4, 5, 6 braucht man dafür. Okay. Okay. Ja, dann werde ich das jetzt gleich mal machen. Wenn das besser ist. Ich weiß es ja nicht. Ich denke schon, dass es besser ist. Und wie macht man das hier? Man braucht so eine Scale. Ah, okay. Und wir haben ja ein so ein Scale-Teil. Das heißt, das lege ich hier einfach mal rein. Und braten kann man das andere aber nicht, ne? Zuckerrohr packe ich ja auch mal rein. Ich glaube, das geht nicht. Hier. Brate. Du kleines Sau, du. Gut. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das war so irgendwie. Moment. Nope. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir dafür 1, 2, 3. Ach so. Zack. Und jetzt haben wir hier ein Giant Sword. Das kann beim Blocken. Moment. Ach genau, das hat dann hier. Ja, bringt sich sehr viel, wenn ich hier über der Essensleiste. Hat man dann da solche komischen Dinger. Hier so Schwerter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich das bringt. Aber schreibt's mir in die Comments. So. Gut, ich würde einfach mal sagen, wir gehen. Oh nee, aber ich habe noch 4 Minuten. Ich möchte eigentlich nicht neben dem Tower das spawnen. Ich mache noch schnell ein Schild, dass ich hier wohne. So. Zack. Bums, Doggies. Moment. Zack. So. Bums, Doggies. Höhle. So. Bums, Doggies, Höhle. Genau. So, und jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz so einfach YOLO-mäßig zu dem Tower, weil ich habe nicht mehr viel. Ich habe nur noch 3 Minuten und in diesen 3 Minuten hier möchte ich jetzt noch ein bisschen Action haben. Ja, ich möchte in jeder Folge so ein bisschen Action haben. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zu dem Tower und versuche einfach die unterste Etage zu machen. Bevor das nämlich jemand aus meiner Stadt macht, die dann eventuell. Oh, das dauert jetzt zu lange, ne? Ach, doof. Kann ich das hier platzieren? Ja. Moment, dann platziere ich hier noch schnell eine Werkbank und mache mir ganz eben ein Boot. Zack, reicht noch genau für ein Boot aus. Hey, ich möchte hinfahren. Los. Okay, Leute. Wir haben einfach keine Ausrüstung. Es kann locker sein, dass wir jetzt sterben, aber da denke ich mir so, YOLO. Zack, erstmal kaputt. So muss das sein. Aua. Das tut echt weh. So, den haben wir. Und das bauen wir auch ab. Perfekt, die unterste Etage haben wir also schon mal geschafft. Oh, Melonen, Leder. Oh, was gibt's denn hier? Oh mein Gott, so ein Villager-Zombie. Sollen wir noch eine Etage machen? Das ist so riskant, Leute. Was ich hier mache, ist risky. Aber ich denke mir so, yo, YOLO, denke ich mir. Oh mein Gott, da ist noch einer. Hau ab, du Schwein. Okay. Jetzt ganz schnell ausrüsten. Zack. Ich habe ein Chocopedia. Ist das. Das ist doch gut, habe ich gehört. Und einen Bogen. Oh, noch ein Eisen. Oh, ist das nice. Leute, das ist nice. So. Aber erstmal hier eine Melone essen. Ich auch wieder Regge. So. Ich bin jetzt dumm und gehe noch eine Etage hoch, obwohl ich weiß, dass ich sterben werde, aber. Aua! Oh mein Gott. So. Also, wenn ich mit dem Big Sword, glaube ich, so. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde sterben. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, ich bin in der Ecke und es laggt bei mir. Oh mein Gott. So, schnell abbauen. Schnell abbauen jetzt. Und jetzt ganz schnell looten.
7 Eisen, ein Bottle of Enchanting, Äpfel, ganz viele Karotten auch und das hier auch. Und jetzt... Oh mein Gott. Oh, ich Idiot. Ey, das haben wir jetzt geschafft, aber das war ja mal... Ey, das war eine Rettungsaktion hoch 100. Ey, ich hatte gerade so Angst. Und jetzt haben wir auch schon 10 nach, das bedeutet... Beziehungsweise 9 nach, das bedeutet, ich hätte jetzt meine... 20 Minuten. Das heißt, das ist schon mal eigentlich perfekt. Ich habe jetzt schon 3 Etagen gemacht und der denkt sich so, der Nächste, der es reingeht, so, ja, der hat ja eh jetzt schon Etagen gemacht, der Tower ist bestimmt komplett leer. Aber so ist das nicht. Das bedeutet, ich kann noch locker reingehen, das ist kein Ding. So, und jetzt gehen wir erstmal zurück in die Stadt, gehen in meine Höhle und dann logge ich mich auch schon aus. Es ist doch okay, wenn man die erste Folge so ein bisschen länger gestaltet, damit man mal alles erklärt hat. Und jetzt hatten wir auch noch ein bisschen Action. Jetzt ist es bei mir genau 10 nach, das heißt, es müssten genau um die 20, 21 Minuten gleich sein. Und dann ist es ja perfekto mecto. So, die Melonen darf ich nicht alle essen, denn ich möchte gern Melonen anpflanzen. Genauso wie Karotten, das ist natürlich sehr, sehr geil. So, und jetzt erstmal hier schön beautiful in meine Höhle zurück. Und da mache ich irgendwie so, so eine Steinmauer irgendwie. Zack. Dass hier irgendwie keiner rein kann, der hier rein möchte. Einfach so, ne? Das wollen wir ja nicht. Aber so, so ein Kuckloch ist immer in Ordnung. So, ich muss mich jetzt einfach ausloggen, aber ich packe schon mal hier ein paar Sachen rein. Einen Bogen haben wir auch, das ist echt mega. Lawn, dann haben wir hier noch so Enchantment Bottles. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Die sind nicht da. Und Fackeln machen wir jetzt auch noch eben, dass hier unten schön hell ist. So, ich darf nicht überziehen. Stopp. So, aus, Leute. Ich leg mich. Nee, ich stelle mich hier hin und sag: Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch alle Menschen in die Kommentare, die ebenfalls bei dem Projekt beteiligt sind, und sagt mir einfach, was ich in den nächsten Folgen alles so machen soll. Gut, Leute, ich würde sagen, haut rein, macht's gut und ciao.